Ich habe richtig Energie, Ronny. Wie fühlst du dich? Die Power! Weißt du denn schon, was wir heute machen hier? Wir kochen! Juhu! Wir gehen in die Küche. Soll ich das so lassen oder nach oben machen? Nach oben. Bro, Digga, mein Interieur! Wir backen jetzt Brownies mit. Bro, nein, nein, nein. Ach, echt? Ronny hat mir nämlich erzählt, bei sich zu Hause ist er nämlich der Müllmann. Unter anderem. Und der, was bist du noch? Der Chef, generell. Ich zeige dir heute, wie man eine echte italienische Tomatensauce macht. Und aber ein bisschen anders. Mich würde interessieren, was Ronny werden will, wenn er erwachsen ist. Müllmann. Machen wir einen Speedrun? Was brauchen wir, Ronny? Was brauchen wir? Ein Brett. Kuss, Diggi. Nein, 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 nein. Alter, Junge. Guck mal. Was ist das? Riech mal dran. Hä, das riecht nach Zwiebeln. Die hast du doch neu gekauft, oder? Ja. Oh mein Gott, Digga. Wir nehmen lieber eine andere, oder? Gibt es auch eine Beilage zur Soße? Wir wollten eigentlich nur ein bisschen Soße schlürfen. Bro, was hast du für Zwiebeln gekauft? Wir machen als allererstes ein Sofrito. Dazu haben wir Zwiebeln, Karotten und Sellerie. Und das werden wir erstmal klein hacken. Und dann so schön anbraten. Hm, lecker. Oh, lecker, lecker. Sag Walla. Du hast ja einen neuen Pürierstab, hast du erzählt. Ich? Ja. Yeah. Nein. Mixer. Ja, den da, aber das, da macht man so Smoothies drin. Ich habe dafür nur sowas hier. Bro. Ja, ist egal. Passt, funktioniert trotzdem. Das hier. Funktioniert trotzdem. Das hier funktioniert. Okay, was soll ich machen, Ronny? Was soll ich machen? Wir schneiden jetzt hier Zwiebeln. Ich kann das ja jetzt grob schneiden, weil wir pürieren das ja in den Mixer. Ne? Wir machen nur so. Das reicht halt schon. Ronny, heute eine Chili. Wieso macht das mit meinen Augen? Soll ich mir mal so auch Zwiebeln in die Augen reiben und dann machen wir so voll so ein metadramatisches Theaterstück einfach drauf und die Leute, die neu reinschauen, denken so, wir haben so voll die Beziehungskrise? Deine Augen drehen ja jetzt schon ein bisschen so, ne? Dann machen wir ein bisschen so. Mann, Ronny! Das war doch nicht so von mir gemeint. Ja, aber wenn du das so sagst, was soll ich denn dann, was soll ich denn dann anders fühlen, ne? Das war nicht so gemeint. Du hast mich so verletzt, Alter. Ich dachte nicht, dass das dir so wichtig ist. Staubi, der Staubklumpen, das war mein Freund. Ja? Das war ein Kunstprojekt. Ich habe da lange dran gesessen. Ich habe immer Haare gesammelt und jemand eine weggeworfen. Mit dem Staub verwischt und ist da so ein Knoll. Okay, was kommt da alles rein, Alter? Oh, wir haben falsch gemacht. Lass uns als erstes die Karotten machen, oder? Darf ich auch was machen? Komm, wir müssen jetzt erstmal die Enden von der Karotte abschnibbeln. So großzügig gestalten, müssen nicht zu dick sein. Weil wir mixen die ja eh zusammen. Okay, wer ist schneller? Und zerstückeln die im Mixer. Sieht alles ein bisschen unkontrolliert aus bei dir, ne? Guck mal, was du mit meiner Pfanne los. Da hab ich dir eine reingehauen. Bro, heute ist nicht mein Tag, weißt du? Heute was bin ist ich los, Digga? Ronny muss mal wieder zum Friseur, schreibt einer. Ja, das ist es. Die Haare sind zu lang. Oh, guck mal, was du hier mit meiner Küche machst, Alter. Der Brunnen wird dreckig, Digga. Okay. Einmal noch. Oh! Wow, wow, Alter! Ronny, chill, Joe! Knips, zeig uns mal deine Bonsammlung. Die würde ich auch gerne mal sehen. Hast du sowas? Eingestaubt, aber alle. Also, dass du überhaupt erst eine Bon hast? Und dann hast du aber mehrere? Ey, wir sind hier gerade im Action-Kochen, oder? Action, Bro! Action-Kochen! Ba, 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 ba. Mit Fichtenholz! Doll reduziert! Bro! Komm, lass mal die ganze Zeit versuchen, das Gleiche zu sagen, okay? Okay. Und let's go. Wir kochen in der Küche. Was ist das? Celery? Ja, willst du probieren? Ja. Das isst man gar nicht roh, oder? Kann man schon roh essen, ist halt nicht ganz so geil. Ja, du kannst das ja richtig. Hey, das ist ein richtiger. Mach nochmal. Das war ein richtiger Rhythmus. Tja, tja, uha. Nicht zu mutig. Bro. Bro, was machst du? Oh mein Gott, Alter. Nice Transition, Bro. Das hier hinten ist übrigens die Müllecke. Sollen wir mal testen? Hey, das war ich nicht! Was für Ronny randaliert. Hey, Ronny! Ficker, Alter! Ich hol mal Lappen. Hast du Lappen? Alter, der Boden sah noch nie so gut aus, ne? Blitzeblank, Bro. Ja, guck mal, das sieht doch geil aus, oder? Es riecht wirklich ein bisschen so nach... Also, nee, nicht im negativen Sinne, sondern es riecht so... Es liegt hier so ein Großeltern-Gericht.
Geruch in der Wohnung. Alt sein kann eine Stärke sein. Wie riecht denn alte Oma? So, dieser bisschen muffige Geruch. Bro. Das ist der Geruch. Das ist doch kein guter Geruch, oder? Das ist Schimmel. Ich meine so Holzgeruch. Sangria. Soll ich es reintun jetzt? Hä? Soll ich was reintun von? Weißt du, was man machen kann, wenn man keine Drogen mehr da hat? Schnell ein- und ausatmen, dann bist du auch so. Okay, chill. Oh. Hallo, meine Damen und Herren, wir sind hier wieder in der Küche mit dem allbekannten Ronny Berger. Hallo, meine Damen und Herren, ich bin hier, euer Profikoch heute und wir kochen Nudeln mit Tomatensauce. Willst du nicht schon mal mich umarmen? Knipsabi, du riechst so gut. Das ist, du riechst so ein bisschen nach Großeltern. Ja, du bist das. Digga, hier kommen dir ja so kleine Flügel raus. Eigentlich hatten Menschen ja mal Flügel. Und das sind, war an den Schulterblättern. Ah. Mann, das funktioniert nicht richtig. Guck mal, wie lange ich hier schon hier püriere. Ja, aber das ist doch jetzt die Soße, oder? Soll ich es so lassen einfach? Gott. Na, ganz geil, würde ich sagen. Ich meine, ein paar Sachen, die nicht püriert sind, so, ne? Die nicht. Aber so das ist gut, bissfest muss sein, oder? Ja, da war so ein richtig geiles Stück Karotte gerade. Ich könnte den Käse f***en. Ja, okay. Gehen wir heute noch raus? Ja! Die streamen bei mir auf dem Kanal draußen heute. Oh, nö. Kauschale! Unentschieden, ne? Bist du bereit fürs Unentschieden? Ja. Deine Mom schaut mit mir die Champions League, weil sie gern auf Champions League. Wieso kommst du jetzt genau vor dem Essen damit? Das macht jetzt alles kaputt. Du wolltest das, du bist selber schuld. Gib mir das jetzt. Ey, du hast schon die Weiße, eine Weiße schon gehabt. Ich möchte. Ja. Ist halt eine Chili, ne? Guck mal, weißt du, wie lange wir jetzt gebraucht haben fürs Kochen? Zwei Stunden. Soll ich dir bei deiner Nudel helfen? Ich habe jetzt die Nudel aus deinem Mund gezogen und gegessen. Manchmal ist das Leben ganz schön leicht. Zwei Räder, ein Lenker und das reicht. Wenn ich mit meinem Fahrrad fahre, dann ist die Welt ganz einfach. Du bist so komisch. Ja, wir sind so komisch. Nein, ich will sowas nicht machen on stream. Sehr gut. Es war ein chilliger Stream hier. Kannst du deine Füße zeigen, Digga? Kapakas, was geht, Digga? Vielen Dank für den ganzen Support, ne? Richtig geil. Was nun? Schmerziger Arztlos. Wir machen uns auf den Weg. Schlaf nachts auf ein Backroom, Hasepepp, trinke Whisky, kein Shampoo und Flasche Sekt und Deutschrap, los von A bis Z. Ah, ein Bit hat er gespendet, ne? Ein Bit. Dafür machen wir so einen Quatsch.